Hey Leute und willkommen zu diesem Best-of zu F1 2018, dem Projekt mit Jan. Ja, dieses Video, dieses Best-of habe ich zusammengestellt, aber das wird auf beiden Kanälen kommen, nicht dass ihr euch jetzt hier wundert. Das wird auf dem Kanal von Jan kommen und auf meinem Kanal. Also, ihr könnt natürlich immer noch gerne rechts oben beim i den jeweils anderen abonnieren. Also einfach beide Kanäle mal abonnieren, denn wir bringen ganz, ganz viele Projekte zusammen. Ja, und das war wirklich ein mega cooles Projekt, wirklich witzige Szenen. Konnte es nicht weiter runter cutten, es sind halt jetzt ein bisschen mehr als 30 Minuten. Aber es gab so viele coole Szenen, die musste ich einfach alle mit reinschneiden. Ja, ich bin auch ein bisschen fertig, also ich hatte eine stressige Woche und habe das dann auch jetzt heute Abend geschnitten und jetzt ist es 1 Uhr nachts und ich will eigentlich nur ins Bett. Ich habe mir auch die Cap aufgesetzt hier, Bad Hair Day am Start und das ist... Ich bin müde, Leute. Ich hoffe, das Best-of gefällt euch. Schaut es euch an. Wenn es euch gefällt, lasst eine Wertung da. Würde ich mich super drüber freuen. Und wie gesagt, abonniert beide Kanäle, um absolut nichts zu verpassen. Viel Spaß. Ich kann die eigentlich jetzt direkt umstellen. Mein Reifen ist ab. Alles in Ordnung? Das ist nicht geil. Deswegen hasse ich Australien. Oh, Mann. Aber dadurch, dass die Strecke echt trocken ist, kann das echt nochmal eine richtig gute Zeit werden. Am Ende bist du irgendwie Platz 8 oder so. Ja, das kann sein. Ich alle nochmal überholen. Wenn da Sainz und Hülkenberg schon so gut fahren. Oha, da war aber ein Quersteher mit bei. Oh. Oh. Shit! Nein! Richtig gute Runde. Ey, ich war glaube ich minus 1 besser. Achtung, shit. Du wirst nicht unsichtbar. Ich weiß. Leute. Rot-Gelb. Wird interessant. Achso, nein, 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 nein. Ich möchte nichts sagen. Alles klar, ultraweiche Reifen beim nächsten. Nein, ich habe nicht ultraweiche Reifen aufziehen gesagt. Der will mir jetzt ultraweiche Reifen beim nächsten Mal aufziehen. Der hat meine Strategie jetzt schon verändert. Ich glaube, der Boxenfunk ist nichts für dich. Aber es hat wieder geleckt. Ja. Und das liegt dann am Internet einfach. Ich guck das jetzt kurz an und ja. War kurze Zeit in Hamilton. Ich habe roten Frontflügel. Junge, war das gerade knapp. Da wäre ich beinahe abgeflogen, weil ich ein bisschen zu eng die Kurve genommen habe. Kann ich nicht bringen. Ja, jetzt ist Mercedes da. Ey, sag mal. Was für Reifen hat Mann! Hier ist Hamilton. Yo! Er kickt mich in die Wand! Was soll das? Mike muss sich erstmal mit den neuen, weniger geilen Einstellungen Fahrhilfen. Jo, ich dreh mich. Ey, was soll das? Vielleicht kommt gleich Platz 17. Der ist vor mir. Den kann ich aufhalten. Oh, da ist Hamilton und so. Ey, die kann ich wegrammen. Komm, dich krieg ich! Shit! Der ist an mir vorbeigefahren. Ich bremse jetzt aber nicht, ich fahre einfach in die Kurve rein. Ey, Junge, mein Reifen ist weg. Die sind aber auch komplett tot, Alter. Ab jetzt die erste gezeitete Runde. Richtig reinhassen müssen wir. Wir wollen natürlich weitere Punkte sammeln für die Konstrukteure. Da sind wir auf Platz 2. 3 Punkte hinter Ferrari. Wir wollen überall Punkte. Oh no, mich haut's raus. Und 10 Punkte vor Hamilton. Oh fuck. Auch in dieser Hochfahr? Ja. Oh fuck. Jo, mich dreht's hier in dieser Hochfahrkurve. Jo, da hat's mich auch. Rote Frontflügel. Oh, das ist mies. Aber Boxenstopp-mäßig ist. Jo, Reifen weg. Lol, wie das denn? Ja, ich bin langsam wieder auf die Strecke gefahren. Einer kam angerauscht. Ah, Junge. Alter, guck mal, Bottas und Hamilton komplett nah hintereinander. Ja, ich seh's grad. Bottas hat Abstand ge... ne? Boah, in der Kurve, Junge. Das ist richtig riskant. Ja, so ungefähr waren sie gerade. Also da hat dann... hättest du mich quasi weggerammt. Also so war Perez, glaube ich, so ein bisschen neben Magnussen. So, zwischen die beiden Mercedes hast du dich schon mal geschlichen und du bist auch schon am Überholen. Von Hamilton. Der dich nicht richtig lässt. Doch, lässt er. Meiner Perspektive sah das gerade ein bisschen so aus, als würde er dich nicht lassen. Ja, habe ich auch kurz gedacht, aber oh. Ja. Junge, was stirbt mit denen nicht?
Ich hab nur gesehen, also es waren auf jeden Fall beide. Junge. Yo. Ist der doof? Jetzt erlebst du es so wie ich. Jetzt erlebst du es so wie ich. Ich hab eine Stop-and-Go-Strafe jetzt auch noch. Ja, weil du Hardlader gelandet hast beim Reinfahren wieder. Das ist lächerlich, das Game, Alter. Kehr zu deiner Position, deine Mutter muss zur Position zurück. Ja, überhol doch! Muss ich jetzt auf Weiß wechseln, deswegen. Junge! Wieso überholt er mich? Kehre zu... Ist das hässlich? Halt! Junge, wie weit du vorne bist? Yo, was ist denn da los? Ich bin voll langsam. Sieh das gerade auf der Map gleich. Ja, du bloß wurde von der Session qualifiziert. Ist qualifiziert. Zu langsam. Was macht dieses Spiel, Alter? Ich hasse es. Macht Ultra Sinn. Warum? Ich mach meine Reifen warm, fahr links, rechts und werd dafür disqualifiziert. Was soll der Scheiß? Ich hab einen gelben Frontflügel. Jo, Vettel fährt mir deswegen rein. Was machst du? Ja. Vettel, nicht du, Vettel, meine ich. Ach so, oh Gott, oh Gott. Ja, auf jeden Fall nehmen wir jetzt. Da ist was abgeflogen. Ja, scheiße. Das war kritisch. Ich hab grad wieder zu dir geschalten. Aber ich werde safe nicht vor dem 10. sein. Oh shit. Ich sehe nur gelbe Flagge hinter mir. Oh, ich habe kein Ding aktiviert. Ups. Ist. Oh fuck! Ja gut, können wir vergessen. Das können wir echt vergessen, Leute. Junge, wie kacke wir sind, ey. Nee, wir sind nicht kacke. Wahrscheinlich ziehst du jetzt da. Ja, vorne. Du schon, aber ich nicht. Junge, wenn ich wäre sowieso letzter gewesen, so wie ich fahre. Guck mal, wir überholen ihn beide. Alter, der dreht mich. Nein, du drehst dich selbst. Ja. Außer er portet sich gleich wieder vor mich und ist eigentlich gar nicht hier. Aber genauso überhole ich jetzt. Ich bin gerade in Hardlay reingefahren, weil der stehen geblieben ist, weil du ihn überholt hast. Jo, ich bin mit Hardlay wieder zurückgesetzt worden. Und jetzt kann ich mein Benzingemisch nicht hochstellen, mein ERS und Zeugs. Hey, das ist so ein Prank. Ja, du überholst hier einfach in der Einführungsrunde, dann bleibt der stehen und ich fall mitten drauf. Ja, ich Was will ist das für ein Streichspiel? Er hat meine Dings gar nicht angezeigt. Hilfe. Gehabt. Ja, das war gut. Der Start war gut. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Mein Auto ist komplett kaputt. Komplett? Bei rote Front. Aber nicht raus. 5 Sekunden Stop and Go. Oh, was machst du? Was hast du getan? Ja, ich hatte keinen Platz. Aber zum Glück bist du nicht komplett raus. Ich wollte. Das ist zwar schon extrem scheiße, aber es ist noch verkraftbar. Ich hätte null Chancen. Ohne Witz. Ich überhole dich gleich. Ja, ich sehe es. Du lagst bei mir. Macht ja nichts. Halt dich nicht lange auf, geh ja gleich an die Box. Ich überhole hier mit roten Frontflügeln, ich bin krass. Gleich fährt er in die Kurve rein, ballert sich alles weg und ist komplett raus. Ja. Beide Räder habe ich sogar verloren. Ich hab's sogar noch gesagt. Mann, was machst du denn? Jetzt lässt er mich allein, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Also richtig erfolgreich. Bis jetzt die ersten überrunden dich gleich. Die überrunden mich. Nein, Spaß. Ich hab beide Seiten geschossen. Alter, du fährst zickzack einfach über die Strecke. Ich lach gerade auch so an. Da. Oh mein Gott. Puh. Oh Gott. Das hat ja eine positive Sache. Du musst die Kamera nicht mehr neu starten, wenn du sowieso vorher den Geist aufgibst. Also eigentlich kann ich jetzt mit Absicht in die Wand fahren.
Das ist der Sektor, der tief am Anfang. Nein, ich will nicht gegen die Wand. Ich bin raus. Ich wollte nicht gegen die Wand. Wie hat's das denn? Wieso schafft mein Auto sowas? Also wenn du nur 25 hast, du kannst... Das ist nicht geil. Du kannst sie bis 50%... Er hat mir meinen Reifen abgefahren. Ich hab's gesehen, weil du nicht unsichtbar wirst. Oh. Alter, wieso hängen hier die ganzen Schilder? Wollen die alle an die Box? Keine Ahnung. Junge, was? Ich wurde gerammt. Ja, von mir. Scheiße. Ich hab einen roten Frontflügel, Alter. Komplett. Es tut mir leid. Keine Ahnung. Junge, was? Ich wurde gerammt. Ja, von mir. Scheiße. Ich hab einen roten Frontflügel, Alter. Komplett. Es tut mir leid. Du hast mich einfach geradeaus weitergeschubst. Ich weiß es, ich hab's gesehen. Ich fahr aber trotzdem nicht an die Box, sehe ich nicht an. Hä, fährt durch mich durch? Bottas ist durch mich durchgefahren. Voll der Prank. Okay. Ich hab einen Reifen weniger und in mein Auto ist auch noch einer reingefahren nach dem Crash. Ich hab nur dein Lenkrad. Ich hab nur dein Lenkrad gehört. Was? RIP. Absolut RIP. Was? Ich muss. Nee! Mach! Alter! Was passiert? Ich darf. Oh, hier stehen alle. Ja, weil ich darf Bottas nicht überholen. Aber die überholen mich gleich, deswegen ich muss da ultra. Hier stehen alle, die fahren aufeinander. Nicht bitte nicht in mich, bitte nicht in mich. Wir stehen auf der Strecke gerade. Ich weiß! Das hatte ich noch nie, Alter. Stau in F1. Ich darf. Wir fahren gerade 6 km/h und ich darf nicht an dem vorbei. Ich stehe. Ich fahre 0 km/h, das hatte ich noch nie in Hey, warum fahren die denn nicht an dir vorbei? Ja, das finde ich. Alter, das finde ich gut. Ja, was ist da dann gut? Guck mal, was wir machen. Das musst du dir aus meiner Perspektive angucken. Ich stehe gerade hinter Stroll. Was ist das? Geht wieder weiter. Ich bin wieder nach links abgedriftet. Hamilton zieht, Bottas ist das, zieht vorbei. Oh, Scheiße! Oh, Alter! Wo kommst du denn her? Sorry! Was? Ich muss dich vorbeilassen. Unerlaubtes Überholmanöver gegen dich. Was? Wie unfair ist das denn? Jetzt bin ich Fünfter! Ey, er dreht mich! Oh mein Gott! Ich bin raus! Ja, ich bin raus! Safety Car! Fick deine Mutter, Alter, was ist das? Vorbei. Oh shit. Ey, immer wenn. Was machst du? Oh, oh nein, mein Reifen ist ab. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es Nein. Was hast du Nein! Ich wollte gerade. Aber ich mach's trotzdem, glaube ich. Ja, doch, ja. Ja, ja, so eine Taktik, die du nachher haben, ne? So eine Taktik, haben wir Ja, nee, ich. Du willst mich verarschen. Ich fahr das so. Dein Ernst. Wie fährst du es denn? Sag ich dir nicht, das ist meine Taktik. Ah, okay. Und ich starte in. Oh Gott! Ah! Aua! Bist du auf Fett gestartet? Nee. Ja, tschüss. Ciao. Boah, schon wieder die gleiche Stelle. Wieder kaputt? Nee. Alter, da muss ich aufpassen. Da darf man nicht den Randstein berühren. Das reicht. So, jetzt mich dreht's. Mich auch. Alter, ich habe einen komplett roten Frontflügel. Weswegen? Ich hab einen, aber... Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, tatsächlich. Jo. Das DRS wurde aktiviert. Alter, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich werde 0 Punkte bekommen. Ich habe mein Auto richtig gut in der Kontrolle. Das ist nicht gut. Ne, wieder die gleiche Stelle.
Konstrukteur, sehr schlecht. Er hat mir sogar noch DRS mitgegeben. Hey, danke. Nein, wieder der Randstein. Das fünfte Mal oder so. Oh, langsam, langsam, langsam. I'm sorry. War mein Fehler. Ups. Du musst den Platz wieder hergeben. Das Überholmanöver war regelwidrig. Der Abstand zum Führenden beträgt 45,0 Sekunden. Irgendwie sind die CPU ist hier auf der Strecke nicht so gut. Meinst du? Ja. Er wird schon fast 25 Sekunden Abstand auf Platz 2. Vielleicht bist du einfach nur krass. Ich dreh mich. Jo, mich haut's. Oh, bitte nicht in die Wand. Doch, er hat mich. Er hat mich. Oh. Das heißt, er hat mich. Neben den kleinen Strafen Rasen, ja, Bande auch, aber Kiesbett. Und Kiesbett ist natürlich noch beschissener als. Och, nee. Als oh Gott! Oh. Und außerdem sind hier einige böse. Mein Auto ist kaputt. Ist alles in Ordnung? Oh. Das war heftig. Sag gut, bitte, das war's für meine Folge. Mann. Nee, nur mit dem Qualifying. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Lust mehr, Alter. Als ob ich jetzt wieder vom letzten Platz starte. Diesmal wirklich vom letzten. Was hast du denn gemacht? Mann, ey, das gibt's nicht. Ey, das ist unglaublich. Oh, ich muss dich gerade so zurückhalten, um dich richtig zu lachen. Mann, ich will vernünftig fahren. Was hast du gemacht? Das gibt's nicht. Alter. Das ist schon heftig, ne? Das ist generell. Alter. Heftig. Junge. Okay. Fuck. Was war das? Was war das? Alter. Was machst du? Okay, das sah extrem witzig aus meiner Sicht. Ich hab einen orangen Frontflügel. Scheiße. Ich muss bremsen. Oh, die rammen sich alle weg, danke. Ich hab einen gelb und einen orangen Frontflügel. Scheiße! Hey, die haben sich alle weggerammt. Ich hab gefühlt alle überholt. Platz 2. Oh nein, ich bin tot. Geht's dir gut? Motor aus. Scheiße. Motor aus. Fuck, Alter. Voll cool, jetzt überholen wir immer die gleichen. Wir bleiben forever zusammen jetzt wahrscheinlich. Rottgen, Alter. Ja. Was ein Spaß. Jetzt bin ich nah dran. Jo! Oh, sorry. Ja, roter Frontflügel. Oh, warum ziehst du da auch mit rein? Ja! Wir waren zu dritt nebeneinander. Rottgen, Alter. Was ein Spaß. Ja. Jetzt bin ich nah dran. Oh, sorry. Yo. Sorry. Ja, roter Frontflügel. Oh, warum fuck. Ziehst du da auch mit rein? Ja, ich wollte das. Wir waren zu dritt nebeneinander. Ich weiß, ich. Sorry, ich. Ich hab Hamilton in die Wand gerammt. Musste sein. Frust. Oh, wieder eine Sekunde aufgeholt. Frust rausgelassen. Holler, nimmt man halt nicht krass in die Wand, aber der war vorher nicht da und dadurch ist die Wand halt viel breiter geworden und die Strecke. Ich hab Raikön in dieselbe Wand gekickt wie Hamilton. Ey, bitte fliegt er dadurch auch raus. Ja, er ist die Spot! Ich hab Hamilton und Raikön gekillt. Boah, ist das assi, aber das ist so. Fahrer, das ist so Frust mir. Rauslassen, Leute, es tut mir leid. Ja, oh mein Gott, ich bin so schlecht gestartet. Bleib mal ein bisschen außen. Ja, ja, ich bleib außen. Wow! Toll! Ups! Raikön! Achtung! Was ist da los? Hier sind Teile geflogen, von wem? Von mir, Hilfe! Nein, bitte nicht! Ich hab nur gesagt, Achtung! Ja, ich weiß! Ich hätte das Achtung auch mitbekommen, aber Raikön hat's nicht mitbekommen. Fehler gemacht, nachdem ich. Kannst ja DRS aktivieren, oder? Geht das? Wow, der rammt mich! Raikön! Nein! Ich bin jetzt nur noch Vierter. Raikön schon wieder, dieser Pisser, Alter! Ist so, der ist. Asozial. Ich dreh mich. Nein! Hör auf! Oh, ich wurde so gerammt! Ich glaub, Bottas ist raus! Recht jetzt? Das ja, so Raikön schlecht, hat mich gegen Bottas geschoben und Bottas ist in die Wand geknallt bei mir. Das ist gut eigentlich. Ja, aber dafür bin ich jetzt nur Vierter und Raikön und Vettel sind vor mir. Ja, Junge, als ob du von Platz 4 nicht mehr aufholst. Aber das ist ja heftig.
Hätte ich niemals gedacht. Gleich Platz 6. Ich bin doch nicht gleich. Ich bin tot. Nein! Scheiße! Scheiße! Oh! In 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Dafür bist du fast eine Sekunde schneller im 3. Und ganz bisschen so 3/10 schneller im 1. Vettel rammt mich. Vettel hat mich gerammt. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin gerade auf die Dinge gegangen. Oh, schade. Hätte ich gerne genommen. Reif, macht euch warm. Wenn das nicht hier. Pass auf, da kommt einer. Oh. 5 Plätze Gridstrafe. Oh nein! Ey Junge, dem sein ganzer Frontflügel ist weggeflogen. Ja, meine auch. Ey, bei dir ist aber noch dran. Ja, aber einer, also der linke ist glaube ich kaputt. Alter! Ich so, pass auf, da kommt einer Bart! Als ob du den nicht gesehen hast auf der Karte. Oh. Also ich bin da ein bisschen weit rausgekommen. Die Kurven anders interpretieren, damit ich das schaffe. Ah ja. Alter. Ja. Zelt. Darf ich machen. Hast du eine Verwarnung bekommen? Ja. Alter. Du fast eine Sekunde Junge. Schneller an. Ja. Wo kommt das? 1,38! Du bist einfach 7/10 schneller, Alter! Oh Mann, what the fuck! Sind voll gut, ja! Bin mir gar nicht sicher, starte ich da von Platz 6 oder Platz 5? 5 oder 6? 5 schätze ich mal, ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich werde 5 Plätze nach hinten versetzt, also eigentlich. 6, ne? Müsste ich auf Platz 6 starten. Aber wenn du Erster bist, 5 nach hinten, 5 macht eigentlich auch Sinn. Naja, macht eigentlich gar nicht Sinn. Leg es heute nicht drauf an. Geh locker ran. Dann sollte es ein gutes Rennen werden. Verarsch mich nicht? Er hat mir einfach gesagt so, ja, leg's nicht drauf an, heute gehen wir mal locker an das Rennen ran. So. Echt jetzt? Ja. Mir hat er gesagt, ich soll aufpassen, dass ich Abstand zu den ersten Leuten, zu den Leuten gewinnen, weil in der ersten Kurve kann es zu Problemen kommen. Ah, ich nehme 28,8 mit. Will nicht viel. Was hast du mitgenommen? Lol. Wo stand ich denn? Was hast du mitgenommen? 30. Ich bin Platz 11! Ja! Natürlich! Was? Hä? Was? Warum bin ich Platz 11? Was ist das für eine Scheiße? Jetzt starte ich hinter Grosjean und Magnussen. Verstehe ich nicht, was das ist. Ja, ich stehe am Start. Mit Benzin auf Mager und kein RS. Geiles Rennen. Ja, fängt ja schon mal gut an, ey. Junge, ich starte richtig gut momentan. Der Start vorhin war gut und der war jetzt auch mega gut. Ocon. Krasser Typ. Er ist einfach auch ganz hinten gestartet und ist jetzt irgendwie 7. oder so. Er ist einfach an allen vorbeigerauscht. Er hat alle überholt, hat selbst mich überholt. So, jetzt muss man mal ganz kurz die Streckenführung anders interpretiert werden. Nein, ich dreh mich! Nein, ich habe einen roten Frontflügel. Ich hätte fast einen bekommen. Weil er so langsam war. Ich hätte fast einen roten Frontflügel bekommen, aber noch rechtzeitig abgebremst. Ich hab mich fast, da ist einer raus. Mich fast in die Bande gedreht. Grosjean ist tot. Ja, juckt keinen. Geht hier um die Meisterschaft. Was ist denn jetzt? Ich bin an die Box gefahren und Grosjean wollte mich überholen und zack, Reifen ab. Ich sehe noch, wie der Reifen wegfliegt. Alter, bist du ein Assi. Ich wollte das ja gar nicht. Alternative Streckenführung.
Hast du nicht auf Härte der Reifen gewechselt? Ich habe mich gedreht, ich habe einen roten Frontflügel. Okay. Ich werde Vierter in der Fahrerweltmeisterschaft. Oh. Ich dachte, wir haben dich als in der Box. Ja, ich muss an die Box. Ja, das bringt es dann doch nicht, wenn ich die aufhalte. Jetzt habe ich den ganzen Abstand verloren, Junge. Fuck. Was machst du denn? Ich weiß es auch nicht. Was? Warum? Hilfe. Naja, ich mach das schon. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich dabei auch drauf gehe, Junge. Das kann passieren. Ich halte ein bisschen Abstand zu Bottas gerade. Ich muss einfach wieder gut fahren, das macht keinen Sinn so. Boah, Junge! Die beiden Ferraris kicken sich. Und das in... Oh, Bottas steht hier. Bottas stand hier gerade. Toll, ich weiß nicht, ob ich jetzt schnell fahren soll oder ob ich... Ja, ich muss die eigentlich töten, die müssen einmal mindestens an die Box. Was passiert hier? Okay, ich fahre jetzt aber einfach wieder gut, weil sonst macht das keinen Sinn, sonst schaffe ich nämlich gar nichts. Ja, das ist die Frage. Ja, du bist ja noch vor ihm. Muss ihn ja erstmal wieder überholen. Oh, was ein Asozialer. Alter, was machst du? Junge. Hallo, hier werden alle unsichtbar. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich hab's nicht mal richtig gesehen. Ich weiß es auch nicht. Ich rechne mich gerade für... Die Gridstaffel war scheiße. Okay. Was ist passiert? Okay. Das war's. Ich hab nochmal einen mitgenommen. Gridstaffel war scheiße, dann war alles... Ja, das war auch ein Bug, dass ich da auf Platz 11 gekommen bin und... Platz 11 und so ein Scheiß. Oh, Leute. Ich hätt's nie gedacht. Und ich weiß es auch noch nicht. Es ist ja noch nicht bestätigt. Aber... Die ja, Motherfucking Rangliste. Ja, aber Raikön habe ich ja gesagt, der überholt ich nicht. Ja, okay. Wir sind Erster in der Konstrukteur. Wir haben es geschafft. Stimmt, ja. 511 Punkte. Leute, wenn ihr müsst euch die, wenn ihr die ganzen Folgen euch anguckt, das ist, wir waren am Anfang waren wir irgendwie Platz 6 oder 5. Da war sogar Force India Racing Point ein paar Mal vor uns. Ha, das war alles so ein bisschen so lala. Jetzt mit 511 Punkten auf Platz 1. Und ich bin auch auf Platz 1 mit 10 Punkten zu Bottas, 11 Punkten zu Vettel, 23 zu dir. Ja, schade, du hättest auch Zweiter sein können. Also... Es ist tatsächlich traurig, aber ich muss jetzt doch mal... Yes! Ich muss mich jetzt doch mal freuen hier, das kann doch nicht sein. Ey. Hätte ich niemals gedacht. Wir haben es geschafft, wir können es nochmal drauf gucken, das kann man ja, glaube ich. Ne? Ja, das haben wir dann noch alles nachgeguckt, wer welches Rennen gewonnen hat, bla bla bla. Wer das ganze Projekt natürlich noch nicht gesehen hat, habe ich wahrscheinlich auch schon am Anfang. Einfach mein Infocard verlinkt, könnt ihr euch angucken. Das ganze Projekt einfach, ich glaube... Bei Jan sind es irgendwie 35 Folgen, bei mir 30, je nachdem wie lange halt derjenige überlebt hat, ist ja öfter mal passiert, dass wir rausgeflogen sind, wie ihr gesehen habt. Ja, schaut euch das ganze Projekt auf jeden Fall an und wie schon am Anfang gesagt, abonniert einfach mal beide Kanäle. Das würde uns mega super duper freuen. Ihr könnt auch für die zweite Saison, die dann ungefähr im Juni stattfinden wird, also so kurz vor Release von F1 2019, wird es dann nochmal eine F1 2018 Saison geben und zum Release dann natürlich eine F1 2019 Saison. So haben wir das letztes Jahr gemacht, so wird es dieses Jahr auch wieder sein. Da könnt ihr uns gerne in die Kommentare einfach mal ein paar Vorschläge schreiben, zu welchem Team wir gehen sollen. Wir würden es gerne wieder so machen, dass wir beide zu einem Team gehen, nicht dass der eine beim einen und der andere beim anderen Team ist. Das ist ein bisschen doof, finden wir. Und ja, deswegen einfach mal anschreiben, zu welchem Team wir dann beide gehen können. Ja, und da würde ich sagen, lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.